schlimm. Was ist denn das da? Nichts. Ein großes, stehendes Nichts. So, einmal mal die Insekten aus der Luft geschossen, das geht natürlich auch. Ausgezeichneter Kampf, 200% Bonuserfahrung, mein lieber Freund. Das können sie ruhig öfter mal bringen, hier ist nichts. Nichts. Geht ruhig außerhalb der ausgetretenen Pfade. Level up, 150% Bonuserfahrung. Irgendwas ist hier noch. Ich höre weitere Käfer. So, ich habe immer Angst, dass die Erfahrungspopel da runterlaufen, da runterfallen, wie bei Minecraft. So. Das mit dem Schießen geht ja eigentlich ganz easy, solange wir genug Abstand haben. 150% Bonuserfahrung gefällt mir auch sehr gut. Es läuft, Junge, es läuft. Wer baut denn hier sowas? Eine riesige Höhle hier über irgendwelche Felsstollen, bla bla bla. Und dann da drin plötzlich wieder so eine tempelähnliche Anlage. Wer baut denn so? Die grünen Kugeln enthalten das Wissen und die Erfahrung der Kreaturen, die du tötest. Ach, okay. Das ist ein bisschen merkwürdig mit den Zielscheiben. Jetzt öffne dich! Ist ein bisschen merkwürdig und ich verstehe die Mechanismen nicht so ganz, aber gut, wer das gebaut hat, der war bestimmt auch schlauer als ich. Ein Bücherregal hier unten. Die Leihfrist ist schon abgelaufen. Oh nein! Hund, lass mich da hoch! Wir sollen noch abseits der Pfade laufen, dann machen wir das jetzt mal eben. Hallo? Das ist aber ein großes Abseits der Pfade hier. So, bitte Erfahrungsbonus. 187 Bonuserfahrung. Und hier... Das Regal kriegen wir nicht kaputt. Hier ist ein Schatz. Ich sehe da gar keinen Schatz. Ach, da ist ein Schatz. So, dann schauen wir mal in die Kiste. Wunderschöne Kiste. Hätte ich auch gern zu Hause. Was ist denn da drin? Kindergesundheitstrank. Das ist wie Kinderüberraschung. Nur weniger überraschend, sondern mehr Gesundheitstrank. Schmeckt nach Kindern gemischt mit Terpentin. Also nach Kirschen. Für Verletzungen der Auerstufe. Nehmen wir natürlich mit. Was? Ein verkackter Kinderheiltrank? Das ist ein Schatz? Komm her, Bello. Komm, loben wir den mal. Der hat einen Schatz gefunden. So. Ich will immer das falsche Ding drücken hier. So, Hauptsache Hundi freut sich. Das freut mich dann natürlich auch. Und jetzt gucken wir mal hier. Suchen. Ach, Bücherregal durchsuchen. Der Held von Oakvale aus Fable 1. Dies ist eines der vielen Bücher über den Helden von Oakvale, der den gefürchteten Messerjack besiegte. Obwohl es sehr unterschiedliche Berichte über das Leben und die Taten des Helden gibt, sind sich alle einig, dass er das legendäre Schwert der Äonen gegen Jack einsetzte und ihn zweimal tötete. Einmal als Mensch und später in Form eines Drachen. Wir erinnern uns an das Fable 1 Let's Play. Zu seinen vielen anderen Errungenschaften gehören sein Sieg in der Hexenholz-Arena, das Erlegen des weißen Belverins und natürlich auch, wie könnte man das vergessen, die Befreiung der Feuerherzpropheten.
Obwohl alle offiziellen Berichte über mögliche Nachkommen beim Angriff auf die Heldengilde vernichtet worden wären, wird weiter angenommen, dass seine Blutlinie noch existiert und eines Tages ein neuer Held kommen wird, um Albion in Notzeiten beizustehen. Vielleicht sind wir dieser Held? Man weiß es nicht genau. Noch ein Schatz. Na, das ist ja nett. Mit Efeu sogar. Ach. So, was haben wir denn da drin? Kinderge... Ja, toll. Zwei Kindergesundheitstränke. Jetzt kommen wir ein bisschen... Hier, ach, hier kann man alle durchsuchen. Das Ende ist beinahe nah. Bei Nana. Kennst du auch Nana? I'm coming, I'm coming. Dies ist eine Sammlung von Vorhersagen und Untergangsahnungen des Mystikers und Wahrsagers Arthur Löwenzahn. Seine kryptischen Visionen, wie die von zwei naiven Brüdern, die den heulenden Tod über eine Stadt des Blutes bringen, führten zu Spekulationen und viel Schulterzucken. Seine anderen Prophezeiungen beinhalten die Erfindung einer Maschine, die beim Säubern verschmutzter Gewänder hilft. Seine bekannteste Warnung sagt das Ende der Welt voraus. Laut Löwenzahn wird es allerdings nicht sehr plötzlich kommen. Der Boden wird beben und die Vergangenheit stößt auf blutigste Weise in die Gegenwart. Doch vielleicht verwandelt sich auch eine fremdartige Kreatur in einen Drachen und macht alles nieder, lange bevor dieser Fall eintritt. Was weiß denn ich? Das ist ja schließlich keine exakte Wissenschaft. Ich mag's, dass das Spiel sich selber wieder nicht so ernst nimmt. Das habe ich schon beim ersten Teil sehr gemocht übrigens. Auch wenn der Anfang hier natürlich ein bisschen tragischer war als noch damals. Ich guck mal kurz, der Zackenturm. Nee, noch damals, das war ja noch tragischer damals, haben wir die ganze Familie verloren. Entschuldigung, hier war der Anfang auch wieder tragisch. An diesem seltenen Buch hat die Zeit Spuren hinterlassen. Es erzählt vom Untergang des alten Reiches und dem, was vielen Gelehrten zufolge der Auslöser dafür war. Der Zackenturm. Der Bau des Turms soll vom letzten Archon oder Archon in Auftrag gegeben worden sein, der ihn als eine Art Kanal für die gesamte Willenskraft der Welt nutzen wollte. So sollte eine gewaltige Macht beherrscht werden, mithilfe derer der Benutzer sogar die Realität selbst formen könnte. Am Tag der Fertigstellung betrat der Archon den Turm und die Untergebenen warteten auf seinen ersten Wunsch. Was immer es war, es setzte eine verheerende Energiewelle frei, die das gesamte Reich zerstörte. War das wirklich der Wunsch des Archon, eine verdorbene Welt auszulöschen, damit eine neue entstehen konnte? Ja, es ist schon tragisch. Haben wir hier noch ein paar Bücher oder kommen wir jetzt auch mal wieder ein bisschen weiter? Nicht, dass ich hier Moppe in den Kommentaren kassiere. Lies nicht alles vor! Das ist mir zu intellektuell, da verstehe ich nichts. So. Aber wir spielen ja schließlich ein Rollenspiel und mit einem Rollenspiel einher gehen auch schließlich viele Geschichten. So auch hier die Geschichten aus der Welt Albions. So, ich schaue zwischendurch immer mal rechts und links, deswegen laufe ich ja wie besoffen. Ich gucke mal, siehst du? Hinter diesen morschen Türen liegt die Heldengilde. Die Heldengilde? Ist es etwa die alte Heldengilde, die überfallene Heldengilde? Und das meint dich, du kommst die ganze Zeit durch so einen Stollen und so weiter und plötzlich betrittst du wieder irgendeinen Tempel. Das sieht tatsächlich ein bisschen aus wie die alte Heldengilde. Allein die Brücke hier lässt schon Mutmaßung anstellen und links... Seit Jahrhunderten hat diese Akademie die begabtesten Söhne und Töchter Albions ausgebildet, die durch das gemeinsame Blut verbunden waren. Einst von den Bewohnern Albions angebetet, wurden die großen Helden gefürchtet und gehasst. Niemand erinnert sich mehr an die Nacht, als die Gilde brannte. Sie wurde vergessen. Aber es gibt noch Helden. Du bist hier. Und das gleiche Heldenblut fließt in dir. Sieh dir die Wände an. Dein Vorfahr war einer der mächtigsten Helden aller Zeiten. Als Kind erlitt er einen furchtbaren Verlust, von dem er sich nie erholen sollte. Aber als die Welt sich gegen ihn verschwor, wehrte er sich. Er wurde stark, stark genug, um die Welt nach seinen Wünschen zu formen. Das ist deine Aufgabe. Die Gilde hat auf dich reagiert. Tritt ins Licht und erfahre die wahre Macht der Helden. Die Schicksalskammer. Lange schon waren wir nicht mehr hier. Viel hat sich geändert. Alles ist kaputt.
Doch die Bilder sind geblieben. Die schreckliche Geschichte, die wir einst vor 2 Jahren let's playten. Das passt überhaupt nicht in dieses epische Gequatsche rein. Und nun betritt unser Nachfolger das Licht, den wir auch wieder übernehmen. Dein Blut erwacht. He-Man! Du kannst jetzt deine gesammelte Erfahrung in Stärke, Können oder Willenskraft leiten. Stärke verbessert deinen Kampf mit Handwaffen. Mit Können schießt du schneller und auch präziser. Mit Willenskraft kontrollierst du die Macht der Magie. Das ist ein Kallistor. Es reagiert auf die Willenskraft seines Benutzers. Bisher konntest du keine Willenskraft anwenden, aber dadurch, dass du hergekommen bist, hast du Willenserfahrung erhalten. Erlerne eine Willensfertigkeit, um das Kallistor zu aktivieren. Aber wie? Ihr habt genug Erfahrung, um eine neue Fertigkeit zu kaufen. Drückt oben auf dem Steuerkreuz, um jetzt den Fertigkeitenbildschirm zu öffnen. Jetzt verwende dein bisheriges Wissen, um Stärke, Können und Willenskraft zu verbessern. Nun gut. Wir beginnen bei Stärke, denn wir brauchen... Royal-Aktionen schalten besondere Fertigkeiten für den Nahkampf frei. Mhm. Auch wieder mit den Videos, wie damals in Fable 1. Das finde ich ganz cool, aber sehr brachial sieht das doch nicht gerade aus. Nein, es sieht aus wie Blocken. Ach, Brachial 1 ist Blocken. Brachial-Aktion 1, Blocken für einen Block gegen Schläge aus allen Richtungen. Konstitution, erhöht den Schaden durch... Je stärker deine Konstitution, umso mehr Schaden kannst du mit Nahkampfwaffen ausrichten. Vielen lieben Dank, aber ich moderiere hier. Verlängert eure Gesundheitsanzeige. Ein zäher Held hält mehr Schaden aus, bevor er in der Schlacht fällt. Das habe ich gerade eben gesagt. Vielen Dank. Können. Willenskraft. Fügt euren Gegner mit einem Stoß... Schock. Lähmt deine Feinde und trifft sie mit Blitzen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Inferno. Schleudert einen Feuerball auf einen Feind oder ruft einen Feuerring... Verbrennt Inferno lässt magische Flammen auflodern, die deine Feinde verbrennen. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Zeitkontrolle. Verlangsamt die Zeit und macht eure Feinde schwerfällig. Mit Zeitkontrolle kannst du die Welt um dich herum verlangsamen oder dich schneller bewegen. Den Zauber würde ich mir so gerne im richtigen Leben wünschen. Einfach mal die Zeit verlangsamen um mich herum. Ach, wäre das schön. Und während eine Stunde vergeht, vergehen für dich 8 Stunden. Aber das Problem ist natürlich, dass man dann auch 8-fach schneller altert. Also sollte man diesen Zauber dauerhaft anwenden und ein Jahr vergeht, dann bist du schon 8 Jahre gealtert. Tricky. Klingen! Ruft mystische Klingen herbei, die eure Feinde angreifen. Klingen erschafft magische Schwerter, die den Feind aufspießen. Ja, okay, die können wir uns eh noch alle nicht leisten, deswegen gucken wir erstmal bei Können den Rest, Können? Technikaktion, abrollen. Technikaktionen. Sie schalten besondere Fertigkeiten für Fernwaffen und andere wichtige Fertigkeiten frei. Das ist natürlich sehr schön. Stärke 1. Ich guck mal ganz kurz, Brachialaktion. Können wir überhaupt irgendwas... Brachialaktion, lalalala. Brachialaktionen schalten besondere Fertigkeiten für den Nahkampf frei. Ja, ich weiß es doch. Nun wiederhol doch nicht alles. Preis 300 können wir uns gar nicht leisten. Konstitution 600, 450 kostet das. Wir können uns das alles überhaupt nicht leisten. Wieso sollen wir denn überhaupt hier hingehen können? Bei Willenskraft müssen wir irgendwas machen, oder? Nee, Tote erwecken. Mit Tote erwecken erwachen die kürzlich Verstorbenen zum Leben und kämpfen für dich. Kann ich damit auch meine Schwester wieder erwecken? Bitte sag, dass es geht. Nun gut, ich glaube nicht, dass es geht. Zauberauswahl geht gerade gar nicht. Chaos, Willenskraft, Können, Stärke 1. Ich glaube, wir können uns gar nichts leisten hier. Fertigkeiten. Ist wieder der gleiche Mumpitz. Questkarten. Was haben wir denn gerade bei Questkarten? Da gucke ich mal ganz kurz. Gebiete 2, Quests 1. Die Geburt eines Helden. Setzt eure Erfahrung für neue Fähigkeiten, Fertigkeiten ein. Erledigte Aufgaben. Pipapo. Das Problem ist einfach, dass wir uns nichts leisten können. Wie soll ich mir denn eine Fertigkeit kaufen, wenn ich nicht genug Zeug habe? Und die Alte quatscht immer. Brachialaktion. Ihr habt die Brachialaktion Blocken erlernt. Wie geht das denn?
Haltet X gedrückt, um Nahkampfangriffe eurer Feinde zu blocken. Kann ich das wieder unlernen? Konstitution. Ich möchte nämlich... Je stärker deine Konstitution, umso mehr Schaden kannst du mit Nahkampfwaffen ausrichten. Das würde ich nämlich gerne machen. Oder halt die Zähigkeit. Preis 600. Aber da ist, wir haben doch nur 121 Stärkeerfahrung. Ich verstehe das noch nicht ganz. Da steht Stufe 1 erlernen, Preis 600. Und oben drüber steht, wir haben 121 grüne Kügelchen. Die grüne sind ja für Stärke und das blaue ist ja allgemein, glaube ich. Ich bin mir gar nicht so sicher. Und hier 450, komm mal. Ein Zeher hält mehr Schaden. Je stärker deine Konstitution, umso mehr Schaden kannst du mit Nahkampfwaffen ausrichten. So, Willikraft. Schock, lähmt deine Feinde und trifft sie mit Blitzen. Ich habe immer hinten drauf geachtet, aber da steht ja Willenserfahrung gesamt sind 471. Das heißt, wir können Schock machen, wir können Inferno machen. Inferno lässt magische Flammen auflodern, die deine Feinde verbrennen. Inferno, lalalala, Klingen. Klingen erschafft magische Schwerter, die den Feind aufspießen. Das hätte ich gerne. Ich glaube, Klingen nehme ich mal. So. Und dann raus hier, dann haben wir die Klingen gelernt. Sehr gut. Fühlst du, wie die Kraft dich durchströmt? Ja, ich fühle es. Das ist nur der Anfang. Ja. Betätige mit deiner Willenskraft den Kreisel, um das Tor zu aktivieren. Wenn du es aktiviert hast, kannst du nach Bauertümpel reisen. Aber erst der Schatz. Auf www.fable2.com könnt ihr sehen, wie man an Gold und Gegenstände kommt, die eure heroischen Vorgänger... Das... Was? Von wann ist denn die Meldung bitte? Und wie passt denn die ins Rollenspiel auf www.fable2.com? Ich hab doch kein Internet in Bauerstown. Denkt doch mal nach. Drückt B, um zu zaubern. Ich möchte gerne hier reingucken, aber da ist nur ein scheiß Zettel drin. Okay, unsere Vorgänger. Ich glaube, wenn man es nochmal durchspielt, kann man das vielleicht irgendwie... Ich weiß es nicht. So, B drücken. Sehr gut. Jetzt kann dein Abenteuer beginnen. Benutze das Kallistor. Ich kehre nach Bauertümpel zurück. Der Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten Sie Ihre Konsole nicht aus. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr im Hilfeabschnitt eures Tagebuches. Ich habe doch nur mein Hello Kitty Tagebuch unter dem Kopfkissen. Da steht sowas aber nicht drin. So. Je mehr ihr esst, um eure Gesundheit zu heilen, desto dicker werdet ihr. Achtet auf eure Figur, wenn ihr attraktiv bleibt. Der meint mich bestimmt für Monitor. Wenn ihr im Wasser die A-Taste gedrückt haltet, werdet ihr schneller. Besiege sie mit deinen neuen Fertigkeiten. Na dann los, liebe Schwerter! Ach, Alter, jetzt fangen die ja noch zu kotzen. Ach, jetzt wollte ich gerade den Hund erstechen. Haltet RT gedrückt, um Erfahrung... Ja, das wollte ich, mache ich doch die ganze Zeit. Junge. Geh jetzt nach Bauerstone. Wir treffen uns dort. Inzwischen ist es dunkel geworden, wie es aussieht. Die Frage, geht nach Bauerstone, ist natürlich... wie komme ich denn hier wieder runter? Ach, netterweise gibt es hier einen Treppenpfad. Und durch die Nacht reisen wir zurück in die Heimat. Der Wind pfeift. Nicht mehr. Eine Flöte spielt. Und dort sehen wir einen Weg. Ein Zeichen der Zivilisation, ein Kaninchen. Ich dachte, der Hund jagt das Kaninchen. Ich werde es auf jeden Fall nicht tun. Wir könnten es natürlich erschießen, aber es war also ein niedliches Hoppeldi. Da wollte ich natürlich nicht intervenieren. Es hat sicher eine Familie, eine tausendköpfige. Davon sind 100 eigene Kinder. Nun gut, lauf schneller. Ich wollte mich gerade ein wenig umschauen.
Manchmal muss man auch mal stehen bleiben und sich umgucken. Wir müssen nach rechts, aber es geht auch nach links. Der Weg ist beleuchtet. Ich laufe einmal ganz kurz. Einfach nur, weil wir auch auf... Hey, euch gibt's auch wieder. Ah, erscheint da ein Wiebel in unserer Mitte. Jemand mit Lebenserfahrung, der meine Worte mit einer würdigen Darstellung begleitet. Ich bin Albions größter Dramatiker und Autor von 7452 Stücken. Und ich vollende im Moment gerade mein neuestes Meisterwerk. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Ist nur blöd, wenn man keine Arme hat, kann man die tollen Stücke auch nicht niederschreiben. Ich glaube, wir können ihm noch nicht helfen. Wir sind noch zu unerfahren. Wir brauchen bei der Mimentür, glaube ich, Gesten. Zumindest macht das Sinn, wenn er Stücke vorführt, müssten wir wahrscheinlich rausfinden, was für Gesten wir da machen sollen. Wo Gesten hin? Ich reise zurück nach Bauertümpel. Tja, wie es aussieht, hat die alte Hildengildenhalle, Alter, die alte Heldengildenhalle hat überlebt. Ich hoffe, dass der alte Gildenopa nicht überlebt hat. Sonst haben wir bald wieder so eine alte Flöte im Ohr. Flüdelü, in der Gildenhalle wartet eine neue Questkarte auf euch. Benutzt euren Stock. Bitte nie wieder. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Tschüss.